Fußball ist eine Ballsportart, bei der zwei Mannschaften gegeneinander antreten, mit dem Ziel, mehr Tore als der Gegner zu erzielen und so das Spiel zu gewinnen. Spielzeit sind üblicherweise 2 mal 45 Minuten, zuzüglich Nachspielzeit und gegebenenfalls Verlängerung und oder Elfmeterschießen. Das ist, was Wikipedia zum Thema Fußball hergibt. Ja, aber ist das wirklich so einfach? Also klar, Fußball ist ein Sport. Für viele ist Fußball auch ein Hobby. Ja. Für viele ist Fußball aber auch einfach nur 90 Minuten kontrollierte Langeweile. Naja, Elvis zum Beispiel. Elvis. Elvis sagt, Fußball ist Emotion. Fußball ist Leidenschaft und Gemeinschaft. Und Fußball ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ja. Ziemlich philosophisch, ne? Wenn man überlegt, was der so in unserem Podcast von sich gibt. Eine Freundin von mir, die hat gar nicht so viel mit Fußball am Hut. Die guckt aber trotzdem gerne mal Fußball. Aber auch nur, wenn er nicht ein Superstar mit seinen 10 Helfern, sondern eine Mannschaft auf dem Platz steht. Das ist aber auch die gleiche, die dann halt die ganze Zeit fragt, was dieses Abseits ist. Naja. Scholle wiederum, Scholle meint, Fußball ist Gemeinschaft, Hobby und Leidenschaft. Ja. Fußball ist bei Scholle aber auch der Grund, warum sich seine damalige Freundin von ihm getrennt hat. Aber im Fußball nämlich ein bisschen wichtiger als seine Beziehung. Naja, ist aber nicht schlimm, weil geheiratet haben die jetzt trotzdem. Ja, wie halt in so einem schlechten Disney-Märchen, ne? Naja. Für ziemlich viele ist Fußball aber auch nur ein Geschäft. Für viele geht es im Fußball einfach nur um Zahlen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Ballbesitzstatistiken oder sowas. Ich meine Zahlen in Form von Banknoten, Zahlen in Form vom Dollar. Gute Freunde kann niemand trennen. Das hat Beckenbauer schon 1966 gesagt. So, wenn man das jetzt heute hört, muss man sich halt im Klaren sein, dass der beste Freund des Fußballs aktuell der Buchhalter ist. Na, Fußball ist halt ein Business und 20 Milliarden. Ziemlich viel Geld wird von A nach B geschoben und hast du keins mehr, darfst du im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr mitspielen. Ne? Was ist denn dann, wenn irgendwann mal dieser Hype um diesen Fußball abflacht? Wenn Sponsoren keine Lust mehr haben und sie eine neue Spielwiese suchen? Stehen wir dann irgendwann am Bolzplatz rum und feuern die Nachbarskinder an? Oder müssen wir uns einen neuen Sport suchen? Weil eigentlich ist es ja unser Fußball, oder? Also König Fußball ist ja sicherlich nicht das, was er ist. Er wäre ja sicherlich nicht König Fußball, wenn nicht Leute wie du und wie ich, wenn wir da nicht hingehen würden. Ne? Da sollte jeder aufpassen, was mit seinem Fußball passiert. Mein Fußball ist übrigens Freundschaft. Der Weg zum Stadion, Volksparkett vom Spiel, naja, Gesänge, Atmosphäre und manchmal ein Haufen Gänsehaut. Naja, meistens ist Fußball aber für mich mit einem Haufen guter Erinnerungen verbunden. Naja. Was ist Fußball für dich? In diesem Sinne. Oder HSV?